in der letzten Episode. Dann sammeln wir noch ein paar Hagebutten ein. Dann haben wir nämlich zumindest mal einen Tee. Wir müssen eh noch was kochen, sofern wir irgendwas... Ja, das ist natürlich das nächste Problem. Wir brauchen noch was zum Anzünden. Da haben wir noch nichts. Kein Zünder. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Interloper-Modus. Wir sind in der Folge Nummer 18. In Leben Nummer 7. Ja, juhu. Ach so, Moment. Wir brauchen als erstes, wenn ich mich richtig erinnere, Wasser. Ja, machen wir dann als erstes. Wir gehen erstmal unseren Kopf in die Kloschüssel halten. Uiuiui. So viel Wasser. Ja, das haben wir natürlich jetzt direkt getrunken. Und wie viel haben wir hier? Viel besser. Sehr schön. Okay. Gut, dann haben wir das Thema erledigt. Dann kann uns da jetzt auf jeden Fall erstmal nichts verrutschen. Zustand, ich sag mal, geht so. Könnte besser sein, ja. Stapel Papier lasse ich. Ich will gerade mal gucken, was haben wir denn als... Wir haben schon Zeitung. Na, dann reicht das ja. So, wir brauchen nur noch... Ja, das ist aber jetzt erstmal nachrangig, mein Guter. Wir brauchen eher Streichhölzer. Und wahrscheinlich auch Futter, richtig? Ja, ich sag mal so, wäre gar nicht so verkehrt. Haben wir eigentlich ein Brecheisen? Ne, haben wir noch nicht. Okay. Na gut. Dann hoffe ich, dass wir da auch noch was fündig werden. Ja, es ist mal wieder eine neue Aufnahmesession, natürlich. Was auch sonst. Gut. Wissen wir da Bescheid. Eine Lampe sehe ich da hinten nicht. Okay. Ja, die Kiste. Ich nehme die jetzt nicht auseinander. Ja, Tatsache. Wenn wir eine Lampe hätten. So viel Laternenöl. Das könnte man dann... Naja, ich meine, zum Anzünden kann man es zumindest verwenden. Wenn man halt jetzt gar keine Lampe finden würde. Okay, wenigstens sind wir aus dem blöden... Das Ding ist leer, okay. Trostlosen Marschland raus. Kann ich also schnell keinen Fuß mehr reintreten. Ja. Das ist dann doch ein bisschen zu anstrengend teilweise. Ja. Irgendwie schon. Ja, Munition gibt es ja hier nicht. Okay. Dann gucken wir wenigstens hier noch rein. Das ist nur ein Karton. Ah ja. Okay. Ja. Nee, wir gehen erstmal hier entlang. Ich weiß gar nicht, ist da jemals hier unten was gewesen? Ich glaube ja eher nicht. Und auch da ganz oben glaube ich auch nicht. Wobei, doch, ich glaube, oben habe ich schon mal was gefunden. Also nicht hier, sondern noch eine Etage höher. Diesmal nichts, okay. 2 Grad, naja. Wir haben ein bisschen Erfrierungsrisiko, ein bisschen Unterkühlungsrisiko. Und das Erfrierungsrisiko werden wir hier nicht los. Das würde vielleicht funktionieren, wenn wir ein bisschen Feuer machen könnten. Zeitung. Ich lasse das jetzt erstmal liegen, weil das ist... Ich muss mich da jetzt wirklich nicht mit voll prügeln. Wir wollen ja irgendwann auch mal ein normales Gewicht weiterhin behalten. Sag nicht die Fitness. Hm. Sieht wieder nach einem vollen Schlaf aus. Mist. Können wir nicht öffnen. Müssen wir dann wegen dem Einspind nochmal herkommen, okay.
Wenn wir ein Brecheisen finden, jemals. Okay. Okay. Gut, dann wissen wir da Bescheid. Nur eine Frage, haben wir jetzt eigentlich irgendwas schon hier gefunden? Ich glaube ja nicht. Ja, noch mehr Bücher rechts. Okay, im Regal. Geht dir die Puste aus, Jocke? Schlafsack haben wir auch noch nicht. Doch, wir haben einen Schlafsack. Ey, das ist ja der Hammer. Ah ja, das ist okay, das Risiko weg. Sehr gut. Sein. Aber diese... Da freut man sich erstmal, dass man hier so viele Schubfächer hat, aber vom Prinzip her ist eigentlich nichts los hier. Okay. Naja, gut. Das war also ein völlig vergeblicher Gang. Ja, sonst sehe ich hier halt auch gar nichts. Na gut. Okay. Dann machen wir einfach ganz normal weiter. Wir brauchen noch ein Brecheisen. Dann könnte man da oben den einen Spind nochmal untersuchen. Jetzt haben wir das rote Ding haben wir doch durchsucht, richtig? Ja. Ah ja, sehr schön. Gut, dann machen wir das jetzt gleich. Weil dann muss ich das nicht mehr noch merken. So, hier war einer. Uiuiui. Und hier war einer. Komm schon. Okay, dann gehen wir halt hier noch hoch. Machen hier noch den einen Gang. Der, glaube ich. Okay. Gut. Damit war die Ebene dann auch wirklich komplett leer. Wahnsinn. Krass. Ach je. So. Okay. Geht's gerade weiter sozusagen. Ah, guck mal. Ja, das ist hier wirklich exzellent. Dass du überhaupt was findest, das ist schon der Hammer. Moment, wenn ich mir recht überlege, wir haben ein Öl gefunden, wir haben das Brecheisen gefunden, eine Dose, etwas zu trinken, ein bisschen Wasser. Das war alles. Wow. Das ist echt nicht viel. Ja, das ist nicht nur gut. Ja, gut. Das ist auch durchaus im Bereich des Sicheren. Okay. Safe, juhu. Okay, 35. Genau, okay. Bei der 30, ja. Moment. 29. Was? Okay. Da hat ja jemand nicht viel Lust, hat einfach gedacht so, oh, rechts, links, fertig. Ja, Tatsache. That'll come in handy.
Guck mal hier. Wofür auch immer. Bücher und Zeitung. Gut, die lasse ich natürlich liegen. Ist nicht notwendig, dass wir uns damit abschleppen. Plöppidi-plöpp machen hier die ganzen Dinger an den Wänden. Wir haben immer noch nichts, um Feuer zu machen. Krass. Gott sei Dank ist der Tag noch gut dabei, weil sonst wird das hier nämlich auch noch dunkel. Das ist dann auch nicht so praktisch. Ich renne jetzt auch nicht mehr, weil, also ich will ja nicht, dass die Müdigkeit da uns auch noch so extrem reinzerrt. Das ist sonst ein bisschen zu krass. Okay, hier liegt auch nichts, okay. Cold is making my head feel thick. Was? Ach, hier unten geht die Temperatur wieder runter, krass. Ja, wir brauchen echt noch was zum Anziehen. Aber dann sollte man uns aber nicht so wirklich lang hier aufhalten. Ich hoffe, im unteren Damm wird das dann ein bisschen wärmer. Haben wir eigentlich Stoff? Näset haben wir ja, gell? Hm. Wir haben 6 Stoff, okay. Dann belassen wir das erstmal dabei. Weil hier wäre nochmal was, aber das will ich jetzt nicht riskieren. Wir sind noch gar nicht gerannt. Was ist los? Ganz normal die Treppe hochgelaufen, Junge. Du bist schon so fertig. Mal hier durchsteigen. Da könnte man sich viel Zeit sparen. Ah ja, da sitzt einer. Ob der was hat. Hm. Nein. Diese Leichen, die sind echt zu leer hier. Leider schon. So, dann gucken wir auch da hinten, da liegt eine Magnesiumfackel. Das ist ja schon mal besser als nix. Und sonst? Juhu. Ach, je. Nicht wirklich was vorhanden. So, wir machen hier den schnellen Abgang. Der keine Ausdauer kostet. Okay. Hm. Kisten werde ich hier garantiert nicht auseinanderkloppen. Eine Magnesiumfackel. Dann gehen wir mal weiter. Gucken noch hier. Nichts. Okay. Haben wir sowas nicht schon gehabt? Nö, Tatsache. Na, keine Pfeile, schade. Schade, schade, schade. Gut. Alles klar, dann machen wir schnell den Rausgang und wieder Reingang, weil das wird jetzt auch nochmal ein bisschen an den Prozenten zerren und dann treffen wir uns wieder hier. Oh, das wäre das aber schön. Es ist fast genauso kalt wie drin. Unglaublich. Nix hier, alles klar. Gut. Nee, hier werden keine Augen zugemacht, Junge. Bleib mal schön bei uns. Gerade neblig? Oder sieht es nur so aus? Gut. Ach ja, übrigens, diese 16% Schweinefleisch, was uns, oh Gott, ein Leben 5 gekostet hat, haben wir aus der Höhle da unten. Mhm. Hätte ich sie dann mal da ausgelassen. Gut, das ist ja wahrscheinlich nicht immer der Fall, aber
Wahrscheinlich sollte man sagen, alles, was irgendwie so mit Fleisch zu tun hat, unter 25%, nada. Nicht anrühren. Okay, da sieht es nicht nach Box aus. Nö. Gut. Ja, wir sind auch gleich komplett runter mit der Temperatur. Das war noch gnädig. So, dann nehmen wir noch ein paar Federn mit rein, obligatorisch. Ja, dann geht's wieder rein. Ach, hier drin ist es minus 1. Das ist nicht gut. Dann sollte man sich hier nicht zu lange aufhalten. Okay. Zumindest noch ein Stoff. Ja, das heißt, wir können aber auch... Oh, geil. Wir können aber auch nicht hier was auseinanderknöppeln. Nix. Absolut nix. Was? Ach, das war nur vorne da, wo das die Tür offen war. Okay. Sehr schön. Gut, da haben wir noch ein rotes Werkzeugset. Was ist eine Diskette? Ich dachte, es wäre ein Dosenöffner. Ach, nichts. Absolut nichts. Dieser Damm ist so leer, das ist unglaublich. Ich lasse ihn. Hier ist es wieder kalt. Wahrscheinlich wegen den Fenstern da oben. Aber wenigstens das Ding ist immer da. Auch wenn es ziemlich mal... Ah, toll. Ja, da müssen wir noch ein bisschen dran rumknöppeln, dass das... müssen wir jetzt mal gucken, ob das sinnvoll ist, das zu tun. Ja, in den Eimer schaue ich jedes Mal irgendwie zu. Da haben wir noch eine Fackel. Wie gut ist die? Ja, 42% ist besser als nix. Wir werden hier auch nicht bleiben können. Jetzt ist natürlich die Frage, wohin gehen als nächstes. Ich wäre ja fast... Okay, damit würde ich sagen, ist klar, wohin wir gehen. Und nein, ich meine nicht das trostlose Marschland. Wir werden uns Richtung Küstenstraße aufmachen. Ja, auf jeden Fall. Das da. Ach doch, irgendwas war doch hier immer noch. Was sagt der Tag? Okay. Oh, wir sollten was trinken. Sehr schön. Ja, wir haben immer noch keine Streichhölzer. Also wir können nicht lange hier bleiben. Ist natürlich problematisch mit Wölfen. Natürlich. Was auch sonst. Und dem ein oder anderen obligatorischen Bären natürlich. Aber ansonsten hat das halt theoretisch einiges an Loot. Theoretisch, ja. So wie eigentlich der Damm hat. Mhm. Weil ein Messer wäre halt schon praktisch. Ich meine, wir haben eine Säge. Ja. Und wir haben jetzt auch eine Brecheisen und einen Hammer zur Verteidigung. Aber ein Messer ist da insgesamt eigentlich besser geeignet zum Auseinandernehmen.
Wow, wir haben einen Schal hier gefunden. Als Kleidungsstück. Das ist ja nicht wirklich viel. Das ist sehr gut. Toll. Och, noch was zu essen wäre praktisch. Sprache ab hier und so. Ja, habe ich leider zu spät gesagt. Okay, dann sind wir hier schon durch. Gut, wir werden natürlich heute nicht aufbrechen, das ist klar. Wir haben nichts zum Anzünden. Gar nichts. Wir haben nichts. Ich weiß nicht, ob man die Magnesiumfackel verwenden kann, aber Moment, ich habe gerade die falsche geguckt. Muss ja hier gucken. Ja, nee, wir haben nichts. Mist. Also wird auch nicht die Magnesiumfackel angezeigt. Das heißt, dann gehe ich davon aus, dass die nicht taugt. Obwohl die eigentlich dann doch taugen müsste. Ach je. Ich kann halt auch nicht hier alles auseinandernehmen. So nach dem Motto, vielleicht liegt da dahinter was. Das dauert viel zu viel Zeit. So viel Zeit haben wir nicht. Wir haben nicht mehr viel Wasser. Wir haben jetzt noch... Ja. Ach du Schande. Gut, das heißt, wir müssen wirklich dringend los. Wir sollten uns so gut wie möglich erholen heute Nacht. Das heißt, wir werden am Stück 12 Stunden schlafen. Von unserer Matschigkeit können wir das auf jeden Fall. Kann nicht sein, habe ich da echt nichts hier. Man hat immer das Gefühl, man übersieht was. Früher waren die ja gelb, die Streichholzschachteln. Hast du die wenigstens gesehen? Jetzt haben sie sie blau gemacht, dann halt alles andere noch blau. Da denkt man dann öfter, man übersieht es halt einfach. Ist aber nicht so. Also. Hoffe ich. Ja. Hoffnung und zuletzt und so weiter. Gut. Unter diesen Umständen bleiben wir hier in diesem Räumchen. Könnt ihr hier drauf schlafen. Ja, das können wir sogar auseinandernehmen. Machen wir aber nicht. Oh, wir setzen uns nur drauf. So. Und gucken mal die Kleidung durch, weil das Ding müsste man echt mal aufrüsten. Kriegt man dann fast auf 100%, ja. Boah, geil. So, da muss man natürlich gucken. Das ist ein Wollschal, das ist ein Baumwollschal. Der geht auf 1 Grad hoch. Ja, dann müssen wir den aber auch nochmal. Ja. Boah, super. Ja, dann können wir nämlich das alles austauschen. Das heißt, hier diese Mütze. Moment, wir machen das mal vorher, nachher. 6 und 2 Grad. Nee, falsch. Moment. Ach komm, wähl das doch mal aus. 5 und 2 Grad, alles klar. Wo kommen wir denn hin? Okay, 6 und 2 Grad. Ist jetzt nicht so extrem. Wir haben halt nichts an die Hände. Das ist natürlich schlimm. Und die Dinger könnten wir halt noch ein bisschen aufrüsten. Das wäre halt notwendig wahrscheinlich sogar. Alles nicht so optimal. Das Ding halt. Ja, dann sind wir fast auf 100%. Bitte, klapp. Oh, geil. Super. 7 und 3 Grad. Nicht schlecht, Herr Specht. Okay, das würde man auf ein halbes Grad bekommen. Das auch, okay. Das würde man noch ein 0,4 hochkriegen. Hier könnte man halt noch. Na komm, mach. Okay, sehr gut. Dann haben wir da nochmal 0,4. Hier würde man halt... Oh, wir haben kein Leder, gell? Dann müsste man erst die Schuhe auseinandernehmen. Das mache ich aber nicht. Dann versuchen wir lieber die noch zu reparieren. Um 0,3 Grad würde man... Ja, das macht wahrscheinlich Sinn. Okay. Sehr gut. So. Zustand 33%. Es ist natürlich stockfinster. Und ja, den Schlafsack müssen wir irgendwann auch reparieren. Das machen wir aber nicht jetzt. Das machen wir auch nicht heute. Wir werden jetzt uns heute aufs Ohr hauen. So, Moment.
das sind 59 Gramm wiegt, einer hat 150 Kalorien, das heißt 300 Kalorien pro 100 Gramm, das ist 250, ja. Das ist halt noch weniger, das ist, ja, könnte man warm machen, aber ich weiß jetzt nicht, wir haben eh kein Feuerzeug, dann essen wir das. Ja, da ist immer ein bisschen, hält man da die Luft an. Was haben wir denn? 300 Kalorien, das reicht natürlich hinten und vorne nicht. Wir brauchen volle 900, richtig? Ja. Okay, dann isst das noch. Trink das noch. So, da stehen wir jetzt bei 790. Sehr schön, trinken. Ja, dann sage ich auch vielen Dank fürs Zuschauen in der nächsten Folge. Ab in die Küstenstraße. Ja, so sieht's aus. Wir haben nicht kein Feuer. Keine Möglichkeit, Feuer zu machen. Das ist ein Riesenproblem. Ja, das müssen wir dringend beheben. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen coolen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.